aus 5 Stockwerke hoch war das einfach jetzt vom Rand runtergekommen, Wohnholz hier. Habe ich echt noch nicht erlebt, also nicht bei Booking.com. Das ist schon sehr eigenartig, finde ich. Jeff Roman ist alt oder wie weiß ich, oder herzkrank oder irgendwas. Kommt hierher, Alter, hier. Einfach in so einem Wohnhaus, 5. Stockwerk, das steht in ein Reihenhaus, in ein Zweifamilienhaus oder sowas steht da. Naja. So, hier sieht man nochmal die Straße. Ist auf jeden Fall eine mies befahrene Straße. Hier voll dreckig alles, Alter. Ist volles miese Ghetto hier, Alter. Was ist mieses Ghetto, aber hier ist es kein Urlaubsfeeling. Hier, guckt man sich das mal an. Das ist hier so am Ortsausgang. Ja. Und stinkt hier voll nach Abgase hier. Da sieht man noch hier schön dieses Haus. Kneipe runter, schön laut. Geil. So, jetzt werde ich auf jeden Fall mein Apartment verlasse ich gerade. Jetzt gehe ich zum anderen Apartment. Ich hoffe, das ist geiler. Aber es ist mehr in der Innenstadt. Es ist 800 Meter vom Strand entfernt. Und ich denke mal, da habe ich was Besseres. Ich muss jetzt 30 Euro Stornierungsgebühr bezahlen. Für die erste Nacht. Ist auch in Ordnung. Habe ich halt die Nacht jetzt bezahlt. Ja, das Zimmer war echt in der letzten Woche. Guck mal hier. Boah, Alter. Hier die fetten LKWs fahren hier lang und so. Alter, das macht hier keinen Spaß. Da ist es wirklich bei mir ruhiger zu Hause in der Wohnung. Da hätte ich bei mir Urlaub machen können. Nee, also Urlaubsfeeling kommt hier nicht auf. Die Wohnung war auch zu viel kaputt und so. Da hat einfach zu viel nicht gestimmt. Wenn es nur eine Sache wäre so. Aber es ist einfach zu viel. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall ab Richtung Innenstadt. Ich muss jetzt 2,7 Kilometer laufen. Also ich könnte auch mit Bus fahren. Oder mit Taxi. Aber ich habe irgendwie keinen Bock jetzt zu laufen. Weil man kann erst um 12 Uhr einchecken. Jetzt ist 10. Kann ich auch ein bisschen Zeit praktisch totschlagen durchs Laufen. Ja, und dann zeige ich euch mal das neue Apartment und dann geht es heute zum Strand. Heute mache ich nur Strandtag. Gut. Also ganz ehrlich, wer will bei so einem Verkehr hier Urlaub machen? Das ist ja nun wirklich nicht geil. Da kann mir jeder erzählen, was er will, Alter. Die, ganz ehrlich, da sind Leute, die haben die mit 10 bewertet, diese Wohnung. Ey, ganz ehrlich, 10 ist kein Raum mehr nach oben. Da muss man sich mal vorstellen, 10, das ist also jedes 5-Sterne-Hotel, was das beste Essen hat, Pool und alles, ist dann gleich auf der gleichen Stufe. Also, weiß ich nicht. Hier ist auch ein geiles Haus. Also, hier sind wirklich geile Häuser. Dieser sozialistische Bauweise ist echt nice, finde ich. Sieht ein bisschen aus wie bei uns. Aber das Haus hier ist stylisch. Hier mit dem geilen Garten da oben und so. Leider wieder an so einer befahrenen Straße. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Aber geil. Jetzt bin ich endlich hier auf dieser... auf der Bergspitze praktisch angekommen, weil Split ist so auf einem Berg gebaut praktisch. Man muss den immer überqueren, wenn man davon da kommt, wo ich komme, zum Strand. Jetzt geht's wieder bergab, da muss ich jetzt lang und gleich bin ich da. Jetzt bin ich hier in der neuen Area angekommen. Das ist richtig geil, da hinten ist schon das Meer zu sehen. Und hier ist eine schöne, ruhige, kleine Straße. Also das ist ja so mal, das ist genau das, was ich wollte. Ich hatte schon Angst, weil da vorne ist auch so eine fette Straße. Ich dachte schon, das wäre hier irgendwo. Aber jetzt ist ja richtig geil, muss ich sagen. Ich freue mich schon. Ich hoffe, das Apartment ist jetzt auch noch geil. Jetzt bin ich hier in meinem neuen Zimmer angekommen. Das ist wirklich anständig, richtig schön ruhig. So stelle ich mir Urlaub vor. Das ist hier hinten in so einem Hinterhof. In der Altstadt direkt. Schön mediterran gehalten. Richtig geil. Also muss ich sagen. Ich freue mich. Also jetzt kann der Urlaub beginnen. Jetzt gehe ich gleich zum Strand. Der ist nämlich nur 800 Meter entfernt. Von der anderen Wohnung war der 2,9 Kilometer entfernt. Ist natürlich schon ein Unterschied. Und dann noch über diesen Berg da drüber. Also das war jetzt schon eine Tortur da immerhin. Aber geil. Freue ich mich. Hier direkt an meiner Wohnung ist ein kleiner Markt. Mal schauen, was es hier so gibt. Da hinten ist schon das Wasser, wie man sehen kann. Da, wo die Bäume aufhören, sieht man immer schön, dass das Meer da ist. Das ist ganz angenehm hier. Hier ist so richtig, hier kommt so ein bisschen Urlaubsfeeling, mediterran, so ein bisschen rüber. Wie da, wo ich davor war, das war ja wirklich Industriegelände. Also, ah, hier ist nice, also wirklich nice. Das mag ich ja total. Und hier rechts, guck mal hier, wie das hier aussieht, Alter. Voll die krassen Häuser auch. Alles so eine alten Häuser. Da vorne war gerade ein Stück von der Stadtmauer. Die sieht man von hier aus jetzt nicht mehr. Schade, ich mal filmen sollen, kann ich ja nachher machen. Ja, und jetzt gehe ich mal lang Richtung Strand und suche was zu essen.
richtig das schöne Treiben hier. Sowas mag ich im Urlaub. Das ist genau, was ich sehen will, ey. Wie gesagt, schöne Gebäude hier. Richtig nice. Hier streiten sich die Marktfrauen. Hier kann man mal schön die Altstadt sehen. Alte Stadtmauern hier, das sieht ja richtig geil aus hier. Da hinten ist schon das Wasser, wie man sehen kann. Das ist wirklich nice hier, muss man sagen. Also das, davor habe ich ja wirklich von Split nur die neue Stadt so gesehen, also diese sozialistische. Boah, guckt euch das an. Von Split unterwegs. Ist echt nice hier, muss man sagen. Also ich bin echt froh, dass ich das scheiß Hotel gewechselt habe. Weil das ist jetzt wirklich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also ich kann raus aus meinem Hotel gehen und kann sofort 2 Minuten Weg, wenn ich in der Altstadt, und habe hier richtig Urlaubsfeeling. Weißt du, das kennt ihr, so eine mediterrane Altstädte rumlaufen. Schön jetzt an die Strandpromenade will ich jetzt gehen. Das ist das, was ich hier im Urlaub möchte und nicht in Industriegebiet mit fahrenden Kreuzung. Richtig nice. Also mein Zimmer habt ihr auch schon gesehen, auch richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ich sage euch nachher nochmal den Namen. Ich blende jetzt hier ein, den Namen von dem Apartment. Den kann ich, den gibt es bei Booking.com. Kann man nur empfehlen. Das andere Apartment blende ich jetzt auch hier ein. Auf jeden Fall meiden, sage ich euch. Und jetzt werden wir mal sehen, was der Strand so zu bieten hat. Oder die Strandpromenade zumindest. Relax jetzt hier ein bisschen, es ist wirklich richtig schön hier. Cheeseburger unten in so einem Food Court geholt, noch ein Pivo natürlich, kostet 5,50, das ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Am Strand sind die Preise wieder jenseits von gut und böse. Ja, der Burger hat satt gemacht, war jetzt auch kein Gaumenschmaus, aber dafür nur 5,50. Der Burger woanders kostet 15 Euro, in den ganzen Restaurants hier.
ich freue mich immer so auf irgendwie auf die lokalen Spezialitäten. So, ich liebe ja immer beim Kroaten in Berlin schön so eine gemischte Grillplatte und so, aber die ist hier nicht bezahlbar. Bei uns zahle ich, glaube ich, 38 Euro für zwei Personen. Und hier zahlst du 38 Euro für eine Person. Also das heißt, ich bin natürlich auch direkt in einer krassen Touristengegend, klar. Aber finde ich schon immer ein bisschen happig. Ich hätte jetzt Kroatien billiger erwartet, muss ich sagen. Da ist Mallorca zum Beispiel, finde ich, billiger. Über Thailand brauchen wir gar nicht reden. Kambodscha auch nicht. Da kriegst du für 1 Euro was zu essen. Ein gutes Essen. Naja, ist aber egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Burger verspeist. Jetzt werden wir mal schauen, was hier noch so nach den Hafen kommt. Ob da mal ein cooler Strand kommt oder so. Für den, den es interessiert, der Busbahnhof ist auch direkt hier am Hafen. Sehr easy zu erreichen von meiner Wohnung aus. Richtig geil. Kann ich vielleicht auch 5 Minuten auch hinlaufen. Weil ich will noch nach Dubrovnik fahren. Und da werde ich nachher gleich mal die Tickets buchen, damit wir dann noch einen schönen Tag in Dubrovnik verbringen. Das soll sich auch sehr lohnen. Da wurde ja Game of Thrones gedreht. Wie in Split übrigens auch. Hier wurden auch Game of Thrones Teile gedreht. Und Dubrovnik ist dafür bekannt. Ja, und hier komischerweise ist gleich ein Strand. Ich bin nur die Gleise hier lang. Alles voll mit Graffiti. So ein richtiger Ghetto-Strand hier. Nice. So, jetzt weiß ich auch, was mit Concrete Beach gemeint ist. Der Betonstrand ist einfach aus Beton. Aber ich werde mal trotzdem, glaube ich, ins Wasser springen. Da hinten ist ein bisschen Sand, glaube ich. Ja, mal schauen. Aber ganz schön voll hier, muss man sagen. Hier geht noch was einiges ab. Ja, also ich muss sagen, die Strände sind hier nicht die allerschönsten, auf jeden Fall auf Split. Da habe ich schon weitaus schönere gesehen. Hier sieht man, das ist so ein brauner Sand, so. Das ist so wie, wirklich wie am Wannsee bei uns. Wie so ein See ist das, irgendwie kommt mir das vor. Naja, auf jeden Fall haben die Leute Spaß, hier ist ganz schön was los noch für die Jahreszeit. Ja, ich würde mal weiter schon, ich würde dann mal um die Landzunge da hinten rumlaufen und mal gucken, ob man da noch was anderes findet. So, hier wird es ein bisschen ruhiger hier. Hier ist auch nicht schlecht, aber es sind halt immer diese komischen Einstiege wie so ein Pool. Ich versuche hier ein Bier, wollte ich ein Bier gerade trinken, aber unter 6 Euro gibt es hier gar nichts und das ist mir echt ein bisschen zu teuer, Alter. 6 Euro ein Bier, weiß ich nicht. Naja, schauen wir mal weiter. Gehen jetzt einmal um die Ecke, schauen, was da so los ist. So, jetzt sitze ich hier ein bisschen weiter gelaufen. Da sind nur Bars, da kosten Bier 6 Euro. Hier habe ich eins für 3 Euro gefunden. Es ist nur ein Stückchen weiter. Vielleicht 30, 40 Meter. Da hinten will ich mich gleich hinpacken. Da ist ziemlich leer und dann gehe ich mal ins Wasser. So, nächste Etappe vom Concrete Beach. Ja, hier ist schon ganz geil. Hier macht Spaß. So, ich habe mir natürlich noch ein Pivo reingezogen. Langsam knallt es auch ein bisschen rein. Und das macht ja dann erst richtig Spaß, wenn man schön besoffen, komatös am Strand rumhängt. Das ist doch nicht, dass ich jetzt hier und entmoditarisiert werde, wie das heißt. Ja, schaut euch hier an. Hier ist es auf jeden Fall geil. Geiler als in Deutschland auf jeden Fall. 25 Grad, heiß, schönes Wasser. Kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen Strandurlaub, Strandfeeling genießen. Jetzt werde ich gleich mal wieder um die Landzunge darüber gehen. Also hier ist immer so eine kleine Buchtlandzunge. Da müssen wir mal schauen. Da hinten müsste auch langsam mal der Strand kommen, wo ich gestern war. Aber gucken wir mal. Musik.